Herzlich willkommen in unserem sommerlichen Hauptstadtstudio von Kinozeit. Und heute, Beatrice, heute ist es soweit. Ja, endlich dürfen wir über den Film reden, auf den wir schon, weiß ich nicht, gefühlt unser ganzes Leben lang gewartet haben. Wir wussten es nur nicht. Genau. Aber heute reden wir unter anderem über Wonder Woman. Seit 2005 versucht die Regisseurin Patty Jenkins, eine der wichtigsten weiblichen Superheldinnen des DC Universe, auf die Leinwand zu kriegen, und jetzt hat sie es endlich geschafft. Und sie liefert mit Wonder Woman nicht nur einen wunderbaren Superheldinnenfilm, sondern auch einen Film, der das gesamte Genre und noch viel mehr revolutioniert. Du wirst sie härter unterweisen als jede Amazone vor ihr. Fünfmal so hart. Zehnmal so hart. Lass nie deine Deckung fallen. Du erwartest deinen redlichen Kampf! Bis sie sogar besser ist als du. Aber sie darf niemals erfahren, was sie in Wahrheit ist. Über Wonder Woman wurde ja schon im Vorfeld so viel geredet, dass es jetzt so richtig gut ist, tatsächlich mal über den Film sprechen zu können. Denn man muss ja ganz klar sagen, das, was Patty Jenkins da gemacht hat, ist eigentlich ein, auf den ersten Blick, ein klassischer Superheldenfilm. Ja, sogar regelrecht Oldschool-Superheldenfilm. Also so ein bisschen wie damals, als die X-Men losgingen. Ja? Also so eine ganz klassische, wie man so schön sagt, Origins-Story. Also woher kommt Wonder Woman, wer ist sie und wie wurde sie zur Superheldin? So diese gesamte Einführungsgeschichte, die natürlich, wissen wir alle, auf gefühlte 1000 Sequels eigentlich zuarbeitet. Aber das macht der Film nicht. Der Film ist ein Film in sich und lässt sich Zeit und erzählt diese Geschichte sehr, sehr schön aus. Und da bin ich schon mal für dankbar, dass es nicht nur so ein Hinarbeiten zum Nächsten ist, wo wir noch nicht mal wissen, ob es den Nächsten geben wird. Und grundsätzlich erstmal so ein Film im Superhelden-Genre, der jetzt alles so macht wie alle anderen auch. Genau, also wir haben ein kleines Mädchen am Anfang, Diana. Sie wächst auf einer sehr idyllischen Insel auf und man weiß am Anfang nicht, was ist da. Auf jeden Fall sind da nur Frauen. Und man erfährt, das sind Amazonen und man sieht sie auch im Wettbewerb miteinander. Das ist, Wettbewerb, das ist ein Kriegerinnenmann. Wettbewerb. Ja, das sind schon ordentliche, wirklich gestandene Kriegerinnen, die sich auch die ganze Zeit trainieren und deren Job es eigentlich ist, die Menschheit irgendwie zu beschützen, was ein bisschen komisch ist, weil die sind halt nur auf dieser Insel und beschützen jetzt, wie sich später herausstellt, Diana, weil Diana ist besonders. Sie ist nicht nur das einzige Kind auf der Insel, sie wurde geschaffen aus Ton und ihr Vater ist kein anderer als Zeus, was sie zu einer Halbgöttin macht. All das weiß sie aber nicht so richtig. Und sie wächst heran und diese erste halbe Stunde ist, muss man sagen, so eine Art paradiesische Frauenidylle, wo man denkt, wo ist mein Flugticket? Ich ziehe da auf jeden Fall hin. Es gibt nicht einen einzigen Mann in der ersten halben Stunde dieses Filmes. Nicht, dass man irgendeinen vermissen würde. Es ist wirklich ganz hervorragend, wie diese Frauen gezeigt werden als eine Frauengemeinschaft, die sehr herzig und liebevoll ist, in so einer ganz frühen demokratischen Form, sehr griechisch alles, und die dort auch eine Art von Freundschaft und Frauenschaft pflegt, wo auch von Generation zu Generation ganz viel weitergegeben wird. Dinge, die ich schon Ewigkeiten nicht mehr im Kino gesehen habe. Und es ist mir in dem Augenblick erst aufgefallen, wie wenig ich sowas sehe, schon alleine so viele Frauen an einem Ort, geschweige denn, dass die noch so viel miteinander machen und da kein Mann dabei ist. Und ganz nebenbei wird einem auch so der besondere Kodex dieser Insel vermittelt. Ja. Also sie sehen sich als Beschützerinnen der Menschheit. Mhm. Und dann, der Ärger geht dann los, als was passiert? ein Mann landet und nicht irgendein Mann. Chris Pine landet auf der Insel. Und er ist ein Soldat im Ersten Weltkrieg, ein britischer Soldat. Und er ist geflohen vor den Deutschen und ist zufällig auf diese Insel gestoßen, die, wie wir mittlerweile wissen, versteckt wurde vor den Menschen und vor dem Kriegsgott. Ja, also eine krude Mischung eigentlich aus so altgriechischen mythologischen Sachen und dem Ersten Weltkrieg, die hier aufeinander prallen. Und hier prallt dann auch Mann auf Frau, was sehr interessant ist und nicht dem klassischen Klischees großer Blockbuster-Filme entspricht. Ja.
denn es geht bald los, weil wir kommen natürlich zu dem Punkt, wo sie zeigen kann und zeigen muss, wer sie ist und was sie alles kann. Und ab da sind wir wirklich so im richtigen Superheldinnen-Mythos drin. Und da ging mir auch in der ersten Kampfszene das Herz auf. Also es ist vor allem, das ist eine unglaublich, eine unverstellte, aber sehr, sehr ausdrucksstarke weibliche Kampfkraft. Ja. Also wenn sie da über das eine Schlachtfeld marschiert, das ist unglaublich, ja fast majestätisch und kraftvoll. Und man merkt einfach diese Aura, die von ihr ausgeht. Mhm. Und es ist auch von Gal Gadot unglaublich gut gespielt, muss man sagen. Weil sie schafft es, Wonder Woman gleichzeitig stark und kämpferisch darstellen zu lassen, aber sie ist trotzdem, man merkt, dass sie noch relativ unerfahren ist im tatsächlichen Kampf, der über das Training hinausgeht. Mhm. Und das macht der Film ja sehr schön. Es ist wirklich grundsätzlich ein Film, der zeigt, dass man einer weiblichen Hauptfigur unbedingt vertrauen kann und auch einem Film, der nicht nur für sozusagen junges männliches Publikum gemacht und konzipiert wurde, vertrauen kann. Es ist ein Film, der das wirklich alles komplett öffnet. Und ich muss sagen, ich freue mich sehr, dass das endlich stattfindet. Es ist lächerlich, dass wir das im 2017 erst hinkriegen, so einen Film zu haben. Denn ich habe das Gefühl, seit Buffy the Vampire Slayer gab es kaum, wenn überhaupt, irgend sowas in dieser Art. Aber, ein bisschen aber muss ich trotzdem sagen. Es, mal abgesehen davon, dass die Origin Story ein bisschen lang ist und der manchmal sich so komisch, komödiantisch im Ton vergreift, eine Sache hat auch dieser Film total verkackt. Und zwar ist es der Fakt, dass dieser Film nicht wirklich richtig darauf geachtet hat, nicht weiße Frauen auch mit einzubinden in diesen Film, der sozusagen für alle Frauen stehen soll. Es gibt ein paar schwarze Frauen auf der Insel, die sind aber alle wirklich kleinste Nebenrollen und teilweise davon noch Klischees, typische Klischees für schwarze Frauen. Es gibt überhaupt keine Asiatinnen oder Latinas oder irgendetwas in dieser Art. Es ist zwar ein Frauenfilm, aber hier reden wir sozusagen von dem, was man inzwischen als den schlimmen weißen Feminismus bespricht. Es ist sozusagen nur für sozusagen Frauen für uns. Und das finde ich total schade und nicht hilfreich, denn auch die weibliche Welt ist viel mehr als nur weiß. Wie kann eine Frau denn in so etwas kämpfen? Kämpfen? Wir wenden unsere Gesetze an. Obgleich ich nicht abgeneigt bin, ein paar Fausthiebe auszuteilen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Weißt du, was mich an dem Schurken am meisten genervt hat? Der hat so einen Fatih-Schnurri. Das hat mich total fertig gemacht. Ich dachte, was ist das denn? Du bist der Gott des Krieges. Und du siehst aus wie mein Nachbar Ned Flanders. Ist doch so, oder? Hatte ich es nicht total... Mich hat es voll irritiert. Stellt euch vor, ihr arbeitet in einem langweiligen Bürojob, in einem langweiligen Bürohaus und alles ist wie immer und dann passiert Folgendes. Das gesamte Haus verriegelt sich und dann sagt eine Stimme aus dem Off zu euch, wenn du nicht innerhalb der nächsten 2 Stunden ein paar deiner Kollegen umbringst, werdet ihr alle sterben. Und ihr dachtet, euer Arbeitsalltag ist stressig. Aber wir werden nicht ernsthaft in Betracht ziehen, uns gegenseitig umzubringen. Wir? Hast du eine Maus in der Tasche, Mirsch? Mr. Norris hat nicht Unrecht. Ja, finde ich auch. Wir müssen überlegen, was für uns als Gruppe am besten wäre. Also ich weiß, dass keiner von uns 30 Leben opfern will, aber wenn das bedeutet, dass wir dafür andere Leben hätten, dann vergiss so. Es. Du Gott spielen und das entscheiden, dass uns wenigstens überleben. Was für eine Situation wir stecken. Niemand von uns hat das Recht, einfach so andere Menschen... Also ich weiß ja, dass du niemals unter gar keinen Umständen deine Bürokollegin töten würdest. Das kommt drauf an, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich plötzlich in einem eingeriegelten Haus bin und man mir sagt, du stirbst oder du stirbst, dann komme ich natürlich in ein moralisches Dilemma, über das wir in dem Falle mal reden müssen und oder auch nicht, weil ich dich schon umgebracht habe. Mal gucken. Also ich hoffe, wir kommen nie an den Punkt. Ich mag dich ja auch, aber du weißt ja, wie das ist mit dem Menschsein. Mhm. Der Überlebenstrieb geht vor, obwohl ich der Meinung bin, dass du bedeutend brachialer als ich sein kann, wenn es darauf ankommt. Aber ich meine, darum geht es halt im Belko-Experiment. Es geht eigentlich sozusagen um das Ausloten, was macht man alles als Mensch, wenn man so einer existenziellen Krise ausgesetzt ist. Und dann natürlich noch im Arbeitsbereich, wo man ja eh die Hälfte der Leute überhaupt nicht leiden kann und die total blöd sind und man noch so Hierarchien hat. Was macht man denn jetzt? Wen bringt man denn zuerst um die kleine Sekretärin oder den Chef, je nachdem, ne? Kommt drauf an. Und
all das ist sozusagen die Grundkonstellation des Filmes. Zumindest tut der Film am Anfang so, als ob er sich da ganz ausführlich drum kümmern würde. Aber eigentlich geht es ja darum, so eine Art 88-Personen-Schlachterplatte zu präsentieren, die sich einfach gegenseitig nach und nach einander in den verschiedensten Arten mit den verschiedensten Geräten entledigen. Also das klingt nach einem typischen Psycho-Horror-Slasher. Macht der Film irgendwas anders? Ja, das ist das Problem. Man hofft so drauf, weil die Grundkonstellation klingt eigentlich ganz geil. Und ich glaube, man hätte da in dem Psycho-Teil viel, viel mehr mitmachen können. Aber das passiert halt alles nicht, weil ich glaube, irgendwann dachten sich die Macher, geil, ganz viel Blut und den bringen wir jetzt um mit einem, warte mal, Löffel. So ein bisschen kommt einem das vor, es ist völlig random und dann schaut man irgendwie nach 20 Minuten, ist es einfach ein Hauen und Stechen, was immer weiter geht, bis von den 88 Leuten natürlich nur noch einer übrig ist. Die Auflösung, warum das alles so passiert, es gibt natürlich eine Auflösung, weil es muss schon gut amerikanisch abgerundet sein, ist auch so, Und genau das ist eben das Problem. Geht geil los, Idee ist toll, Durchführung, Mildred und Richard Loving haben im Virginia des Jahres 1958 ein schweres Verbrechen begangen. Sie haben einander geheiratet, obwohl Mildred Afroamerikanerin ist und Richard ein Weißer. Sie werden verhaftet, vor Gericht gestellt und ins Gefängnis gesteckt, aber sie geben nicht auf. Und von ihrem Kampf gegen das Gesetz, das Ehen zwischen Partnern verschiedener Hautfarben verbietet, erzählt Jeff Nichols in seinem Film Loving. Ich baue dir ein Haus. Genau hier. Unser Haus. Mildred. Ja. Willst du meine Frau werden? Ich muss sagen, grundsätzlich mag ich Jeff Nichols als Autor und Filmer, weil der so eine wunderbare humanistische Einstellung seinen Figuren gegenüber hat. Das sind immer Charaktere, die eine Weile brauchen, die nicht gleich alles zeigen, die aber eine sehr große Tiefe haben, eine sehr große Ruhe ausstrahlen und irgendwas ganz tief, tief Menschliches haben. Und auch dieses Mal in Loving ist es wirklich so, dass er sich voll und ganz auf seine beiden Hauptfiguren konzentriert. Dieses wunderbare Ehepaar Loving, das auch noch den perfekten Nachnamen hat, nicht nur für den Film, sondern für den Fall, der ja so tatsächlich stattgefunden hat. Und Ruth Negger und Joel Edgerton verkörpern sie mit so viel Stärke und innerer Kraft, dass man aber auch die Wandlungen, die sie durchleben, mit nachvollziehen kann. Denn sie sind eigentlich sie sind einfache Leute aus Virginia. Sie wollen ihre Ruhe haben. Er arbeitet auf dem Bau und will seiner Frau ein Haus bauen. Sie möchte eine gute Ehefrau sein. Mhm. Und ihr einziges, wenn man so will, Verbrechen zu dieser Zeit besteht eben darin, dass sie Afroamerikanerin ist und er ein Weißer. Und das ist verboten in Virginia. Aber das ist genau das Interessante, weil auf einer ganz, ganz, also schon fast subliminalen Ebene, merkt man diesen Unterschied, den die Hautfarbe macht, auch in diesen zwei Personen. Denn sie ist quasi Rassismus und Leid gewohnt. Sie hat eine unglaubliche Ruhe dabei weg, wenn diese Dinge passieren und ihr ist das irgendwie schon klar und sie rechnet mit all diesen Sachen. Sie ist niemals überrascht, im Gegensatz zu ihm, der das Ganze nicht so richtig hat kommen sehen und der zum ersten Mal merkt, dass die Privilegien, die er hat, eben nicht für alle Menschen gelten und dass auch er hier an eine Grenze stößt. Und es ist aber nicht so, als ob er so ein rasender, wütender Ehemann ist. Im Gegenteil, er ist ja wirklich der Stoizismus in Person quasi. Er hat auch eine unglaubliche ruhige Überlegenheit in diesen Situationen und er sitzt das quasi in irgendeiner Art und Weise quasi aus, weil er weiß, dass diese Liebe richtig ist und mehr braucht er nicht. Und deswegen ist es auch letztlich sie, die sich entscheidet, ein letztes Mal zu kämpfen. Also er war schon fast bereit, sich mit der Situation zu arrangieren, weil sie mussten auch immer wieder abwägen. Gehen sie diesen Kampf an oder versuchen sie, möglichst unauffällig zu leben, sodass sie zusammen leben können, ohne im Gefängnis zu landen? Ihnen ist klar, dass Sie nicht nach Washington zurückfahren. Wenn Sie wieder eingesperrt werden, gibt es keine Garantie, dass wir Sie rauskriegen. Aber letztendlich ist sie diejenige, die dann auch sagt, wir machen das. Mhm.
Und es war nicht intendiert, weil der Film ist sozusagen vor der Trump-Ära entstanden. Aber in Kombination mit dem, was jetzt gerade auch in Sachen Rassismus in den USA wieder passiert, ist das ein Film, der gleich nochmal viel mehr an Wichtigkeit und an Schärfe in diesem Augenblick gewonnen hat. Ne? Ja. Und vor allem, ich finde es auch wichtig, dass solche Filme bei uns ins Kino kommen. Das ist ja nicht selbstverständlich. Es gab schon Pressevorführungen, dann gab es wieder keinen Kinostart, dann hieß es, er kommt auf DVD und nun kommt er doch ins Kino und da gehört er auch hin. Er gehört vielleicht nicht unbedingt in die großen Multiplex-Kinos, aber in jedes Programmkino, weil er von einer Welt erzählt, die noch gar nicht so lange her ist und weil er das sehr, sehr gut macht. Das ist wirklich ein ganz klassisch gutes Drama. Und wirklich einer der guten Gründe für das, was wir Arthouse-Kino nennen. Ja. Und wirklich, schaut ihn euch unbedingt im Kino an. Es war unglaublich schwer, ihn in Deutschland überhaupt ins Kino zu kriegen. Und da ist er auch wirklich am besten aufgehoben. Und wir versprechen euch, dieser Film wird euch gefallen. Ja.